So. Nix auf der 4. Ich werde mir als erstes einen Wand-Stick holen hier. Vielleicht ein Soul Ring, schauen wir mal. Seconds to battle. A wyvern's breath. Take this one, Nux. God, I really hope this match ends up being of any cosmic significance. They will bleed, then they will burn, and they will learn fear. Drei Runden bekommst du, nicht so schlecht. Ganz vernünftig getradet soweit. First Blood. Nicht so drin gebraucht, verschenken ziemlich viel. Der Nyx spielt gut mit. Nyx Support ist nicht so leicht zu spielen. Deswegen ist es angenehm, dass er es gut macht. Upon the earth is no more. Okay, das ist schlecht. Muss mir den Scheiß verkaufen. Und mir irgendwas auf der Sidelane holen. Ich habe jetzt erstmal Boots dann. Shit mal mitbringen. Ah, ich hätte noch ein bisschen mehr direkt Region mitbringen sollen. Das könnte auch reichen jetzt. Ich gehe ziemlich früh auf eine Hood jetzt. Was für die Lane schon gut ist und auch später.
Okay, mal ganz zurückgelaufen. Das war ziemlich gut für uns. Schon lahmarschig. I don't need it. Gonna stay in lane. In dem Spiel wäre Radiance ziemlich gut. Ist gut gegen PA. Ist gut gegen Willow. Zu viel Slow ohne ein TP, ohne Boots bisher. War ich zu unvorsichtig. She did a little bit early, would have killed PA. Maybe it was in cooldown, but... Das wäre schön gewesen. Da müssen wir halt committen und kämpfen, wir haben die fast... auch so gekillt. Nice. Jetzt hängen sie zu dritt hier oben rum. Die Ace meint zurück. Keep your hands off. Mid tower taking damage. Horde of Defiance. Radiant's towers are fortified. Do as you please with that information. Just get back, Nux. Just get back. Four top. That's not much you can do. Can you kill him? He's alone.
Anscheinend nicht. Die Willow ist ziemlich viel hier oben unterwegs. Tamargay. Ja, es hat einen Anti-Mage, hat nicht der stärkste Laner. Man kann schon ein bisschen was machen, je nachdem. Dass sie ja keine Möglichkeiten haben. Hängt auch ein bisschen davon ab, was. Was er für Creeps bekommt. Zeus Ulti, Zeus. Thank you. Right-click für den Tower hier. Nice boys. As well. Sorry. Never mind. Normal. Wir hätten über meinen Heldenpool gesprochen. Wir haben das Tier gelegt vor der Playing Wolf. Einer mit den Ts. Your bottom tower is learning to accept its own inevitability. Underlords habe ich auch, in denen ich eher selten spiele, aber ich habe eigentlich immer ziemlich gute Spiele mit Underlord. Jetzt arbeiten wir uns einen kleinen Vorteil raus hier in den letzten 2-3 Minuten. Gefällt mir. So eine Mango essen. Ja gut, zu trinken brauche ich das Mana ja nicht. Bloß wenn sie gerade ja Kane Boots eh benutzt haben, hätte ich schon auch gerne davon was ab.
Ist das nicht, dass ich jetzt direkt jetzt was brauche? Mann, für den brauche ich dann doch ein bisschen lang. Schrein. Was macht denn Loka schon wieder hier oben? Your bottom tower is under attack. Radiant have fortified their towers. Your bottom tower is under attack. Suppose we defend that bottom tower. Yes. Gute Nyx, das heißt, man sieht echt nicht häufig. Sehr schön. Man hat es auch gesehen, Nyx, das ist nicht ein besonders starker Lane, wie man aber, wenn man gut spielt, mit Positioning das alles fett macht. Wie wichtig das Positioning ist. Die ganzen Movements und das Positioning von dem Nyx, das in der Laning Phase schon war super. Man hat sofort gesehen, der kann gut spielen. Mit dem guten Start, den ich habe, brauche ich jetzt übrigens Greedy. Langsam. Wenn das Spiel so gut läuft, dann habe ich da nichts dagegen. Und Greedy heißt Radiance. Sonst würde ich halt eher ein bisschen, ja, einige Möglichkeiten nehmen, die ich ein bisschen anders gebaut habe. Mit dem Start. Können wir dann richtig Druck machen jetzt, ab 20 Minuten ungefähr. Und skalieren sehr gut. Einfach ein wirklich schönes Item gegen Willow, Winter Wyvern und gegen PA. Der Nyx räumt die halt schön weg. Danny Mania hatte mal Underlord Magnus im Team, also selber als Underlord und dann Magnus im Team.
Das ist natürlich sehr nice. Dann mit dem Bonus, den du bekommst, dann Empower drauf. Ziemlich glücklich, ich habe nicht mal ein TP dabei. Und gerade die ganze Zeit voll ist. Soll ich mir schon mal langsam gönnen? Und mal oben die Runen. Schön ist, wenn das Team auch so läuft. Es war ja umgekehrt zu den ganzen anderen Spielen heute, wo es immer so war, dass halt ganz halt Alarm war und man schon super früh irgendwie nicht besonders gute Movements auf der Map machen muss, weil das Team völlig auseinandergefallen ist. In dem Spiel ist genau das Gegenteil. Ich habe so viel Space, dass ich Greedy bauen kann. Und das auch machen werde und danach jetzt anfange. Und zu schauen, sobald ich meine Radiance habe, kann ich sehr gut einfach parallel farmen. Enemy's top tower destroyed. Willow was just here. Willow was just waiting around the corner with Invoker. So I didn't think. Ist auch eh ein bisschen sehr offensiv von Oracle, da einfach reinzulaufen. Enemy's bottom tower has fallen. Mein Ancient 4 vom Group MMA kommt. Nee, mein Ancient 4 kommt vom Solo MMA, aber ich bin im Moment mit dem Group MMA höher als mit dem Solo MMA. Und von daher zeigt er praktisch nur das Gruppen MMA an. Also ich habe auf Solo MMA Ancient 4 und auf Gruppen MMA habe ich auch Ancient 4. Ich muss ein bisschen weit nach vorne tippen vielleicht. Ich kann defend das Bottom hier. Also Ward hier. Oh Gott, Crit. His middle tower has fallen. I want to die. Dieser Wunsch wurde erfüllt. Der Anti-Mage nutzt den Space, sehr gut. So muss das sein. Der Anti-Mage nutzt einfach den Space jetzt. Perfekt. Die Amy ist da. Moin, Freunde der Sonne. Ich habe die Jalousien vorhin runtergemacht, weil es hier so reinblendet. Freunde der Jalousie vielleicht treffen sich hier.
Aber ich guck mal Travels als nächstes. Bisschen Mobility. Runes. Can I get the runes top? Tis mine. Ah! Yeah, was? Rootshot couldn't get away from you. Ah! Schlimm ist nicht, nutze ein TP. Oben die Rune nicht eingesammelt. Spectre hat ein neues Modell bekommen. Ernsthaft? Oder ist das nur der Witz, weil ich gerade Radiance gebaut habe? Nicht, nicht schnalle. Hätte ich auch mitbekommen. Jetzt hier ist auch Käse. Du bist nämlich immer am Trollen, deswegen denkst du auch an andere Trollen. Deswegen hast du mir meine Sachen nicht geklaut. Du bist nämlich so ein Troll. So Projektion ist das, nennt man das. Deswegen vermutest du, dass andere auch mal trollen. Unehrlicher Mensch, ich. Mid-Tower taking damage. Firestorm! Enemies are ravaging your middle tower, and it's a beautiful day. Fuck. I'm inspired by your lack of empathy for your own towers. Inspired to destroy the loved ones in my own life. Das ist ja dumm, denn dabei gedacht, nochmal zurückzukommen. Schabernack? Ich nenne das nicht Schabernack, ich nenne das knallharte Verarsche. Das ist kein Schabernack. It's a Roche, yeah. Say so as well. Nice.
50 Bonus Damage. Wirklich abgebrochen jetzt gerade, fuck. Noch bekommen, ist gar nicht so fackig. Ich hab's ein bisschen gespammt. Während, hab's halt gespammt, während ich noch gestunt war von Unterwahl und Ulti. Überhaupt nicht zum Einkaufen hier. Leichtes Spiel, ja. Ja. Da will ich nicht widersprechen. Das ist in der Tat ein leichtes Spiel. Runes. No, that Greed. Ich hab ihm nicht die Creep Wave gegönnt. Das ist eine riesige Creep Wave. Und die piek ich an den Creep, der gerade stirbt. Zu Recht gestorben jetzt. Also nicht gestorben. Der Creep ist gestorben und ich habe nichts bekommen. Willow braucht eher mal Amy-Coaching. Du bist doch wieder Willow Pro. Willow nicht so doll. Spiel sie ganz okay. Aber ich glaube, du spielst eine bessere Willow als ich. Man. Okay, we don't have detection. Well, we have Zeus. We have Nimbus most of the time, so. Most of the time it's alright. Sure, I'll join you. But we need our damage dealer, our anti-mage. If enemies attacking your top tower is what you can see. Da Gulle und Vogel sind easy Pokal, dann müssen wir schon was heute Abend machen, oder? Ich pick dir. Der so. Nein, nur Schabernack. Kennst mich gleich, machst du viel Schabernack. Aber meinst du wirklich, da Gulo ist so stark im Moment noch? Ich habe das Gefühl, dass in der Laning Phase. Nach hinten raus ist sie noch genauso stark wie früher. Als in der Laning Phase. Nicht so stark ist. Aber ich vertraue dir sonst da. Du meinst das. You
Battle Cup spielen werden. Hat noch nicht viel Auswahl. Battle Cup war zum 8, oder? Das war letztens der Zeitverschiebung. Battle Cup ist ja immer. Oh, mein Damage geht den Bach runter. Sterbt ihr Schweine, wenn ich XP, XP nicht Damage bekomme. По-моему, я сдох. Да. Нет. Я успел. Sag mal, meint der Pinselmann ist der beste Willow. Der Pinselmann ist aber nicht im Captain's Mode. Oh ja, das war EZ Game. Hier. Ein Nyx, der gut spielt. Wie gesagt, das sieht man nicht so häufig. Ist kein so trivialer Held. Oh, war Krassmark im anderen Team. Oh, der Krassmark aus dem Twitch-Chat war im anderen Team. Okay, war anscheinend ein scheiß Spiel. Anscheinend haben Willow und PA seit Minute 2 ordentlich geraged. Ja, hör bloß auf, wir hatten halt auch schon die beschissensten Spiele. Ich glaube, oben lief es denn oben, jetzt, wenn man es mal richtig betrachtet. Ich hätte mehr Farm als PA. Ja, haben oben schon gut aufgeräumt. Da der auch gut gespielt hat. Der Nyx. Es war recht ausgeglichen insgesamt oben. Jetzt kein Stomp oder so. Es ging in beide Richtungen. Aber haben die PA auch ein paar Mal zurückgeschickt. Aber der Nyx hat einfach auch gut gespielt mit, muss man sagen. Und unten die Lane, Doom. Das lief eigentlich ziemlich gut unten die Lane, muss man sagen. Man sieht es auch. Doom hat 4000 Farm und Antimage 2,7. Also hat man schon was machen können. Und die Mitte hat der Dings auch gewonnen. Ich will den anderen Graphen nochmal zeigen, den Teamgraphen. Sehr ausgeglichen so bis hier und dann ist das Flugzeug langsam abgehoben. Das MMA-Flugzeug. 19 Uhr Battle Cup, ich glaube 20 Uhr, in 4 Stunden 20. Doch, 19 Uhr, in der Tat. 19 Uhr Fahrertür. Wollen wir vorher vielleicht nochmal gucken, dass wir vielleicht ein, zwei Teamgames vielleicht vorher vorne weg machen oder so. Eventuell, bis wir ein bisschen fett eingespielt sind. Aber können wir einfach gucken, wie es passt. Ich weiß noch gar nicht, wie mein Zeitplan jetzt für die nächste Zeit ist. Die Win Probability anzeigen. Ey, was? Das ist auch ein bisschen albern, oder? Die Win Probability. Ja, das Spiel hat gerade angefangen. Win Probability 80%. Hätten wir es auch gleich lassen können. Nyx ist ziemlich gut hier, muss man sagen. Nyx ist gut gegen Willow, ist gut gegen Invoker. Zeus ist gut gegen Willow, gut gegen Winter Wyvern, allgemein ganz gut gegen PA. Anti-Mage, so ein richtig gutes Anti-Mage-Spiel ist es nicht.
der Andy Mage. Der Andy Mage hat hier einen Doom und Phantom Assassin. Winter Wyvern kann auch ätzend sein. So, der Andy Mage. Hat es nicht ganz so einfach. Also ich weiß nicht, der Windcraft sieht ein bisschen krass aus wie der Anfang, ehrlich gesagt. Hätte ich auch nochmal Bock, Winter Wyvern zu spielen. Aber Offlane gefällt im Moment dann doch besser. Krass, wie viel XPM ich hatte. 7,45, das ist ziemlich krass. Aber war ja auch ziemlich festgenagelt auf der Lane. Aber wenn die Lane leer ist und man so gut farmt und Druck machen kann auf der Lane, einfach die Lane reinpushen in den Tower, dann müssen sie wieder reagieren oder ich habe einerseits Free Farm und mache Building Damage. Dann bleibe ich halt da. Gerade mit dem Held wie einem Underlord. Das hängt auch ein bisschen vom Held ab. Aber gerade mit dem Underlord sage ich ja, okay, danke, ich bleibe hier mal. Und wie man gesehen hat, hat sich das auch einfach mal gelohnt. Ich bin einfach mal geblieben. Und dann war er einfach mal scheiße für die.